und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen Adventure Communist. Diesmal war es richtig. Jo, wir brauchen erstmal ein paar Miner. Oh, wir haben genug Miner. Jetzt entstehen alle 15 Sekunden neue Miner. Okay, das heißt, wir machen das jetzt auch nochmal mit Weapons. Wir müssen halt theoretisch einfach nur, ich habe richtig verstanden, diese Typen erschaffen. Jetzt brauchen wir also wieder ein bisschen Landmarks hier. Mal ein paar ein bisschen mehr Landmarks, Kollege. So, Mr. Weapon Boy. Das heißt, wir haben jetzt 6, 7, das dauert ein bisschen. Medizin können wir 21 Nurses machen. Machen wir mal. Und produzieren die schneller. Medizin an sich haben wir. Wir brauchen jetzt wieder Soldaten. Wir haben 25 Scientists. Comrades müssen wir beschleunigen. So, Unlocks. Wir haben jetzt irgendwo wieder was. Da sind zwei, guck mal. Plus 5 Comrades die Sekunde. Oh, nice. Oh, das zieht richtig am Säckel jetzt hier. Richtig gut. Das heißt, wir können also relativ schnell jetzt unsere Typen kaufen, so Stück für Stück. So. Haben wir hier nochmal? Da brauchen wir mehr Flaggen. Ja, hier, komm. Zieh durch, Alter. Wird Zeit, dass wir die 30 Dinger zusammenkriegen, um die Flaggen zu kaufen. So, das können wir da drei hier kriegen jedes Mal. Und hier bekommen wir jetzt, naja, immer noch die zwei. Jetzt blicke ich da auch ein bisschen durch, ne? Dann mal, was ist denn kurz vor Level Up? Das hier ist kurz vor Level Up eigentlich. Nennen wir das mal kurz. Oh, zieh durch. Upgrade, bam. Da machen wir uns keine Sorgen drum. Das hat erst Level Up gehabt. Das ist noch ein bisschen voraus. Was brauchst du? Du brauchst mehr Landmarks. So, es müsste eigentlich alle 4-5 Sekunden kriegen wir jetzt 1600. Das geht. Könnt jetzt hier erstmal da noch ein bisschen pushen. Weil Ärzte kriegen wir noch nicht ganz so doll. Oh, wir haben ja dann doch noch da. Lass mal noch mitnehmen da. Es gibt uns schon zwei vor allem. Ja, Mega Drill. Oh, hier noch gedrückt. So, was machen wir hier noch ein bisschen? Zwei Soldaten, uns vertiert uns jetzt eigentlich. Wir haben 100 Medizin, wir haben Ditte. Rotmaterial haben wir. Achso, Landmarks fehlt dafür. Na gut. Kein Problem. So, es sollte uns erstmal einige Soldaten geben. 17 Stück, um genau zu sein. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was wir genau brauchen. Ja, ist ja gut. Wow. Oh, wir sind bei 30. Das heißt, wir machen wieder ein Experiment. Und zwar pushen wir das Ding um 999%. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Ja, es geht der Spaß nämlich los. Ja, jetzt ist das nämlich super easy. So, jetzt können wir 800 dazu kaufen einfach. Sonst muss noch die Comrades, die jetzt im Grunde einfach hinterherhängen. Ein paar Potato-Männer kaufen? Nee, Comrades fehlen. Das Gute ist, wenn du das jetzt die Nacht einfach laufen lässt, dann kriegst du richtig viel von allem halt, ne? Hier, bam. So, das heißt, wir müssen uns jetzt nicht mehr so sehr um diese ganzen Dinger hier unten kümmern. Also um die ganzen Sachen allgemein. Also ich einen Miner kaufen. Weapons, Soldaten. Zack, und jetzt haben wir hier auch schon unser erstes automatisches. Wir kriegen Soldaten-Typi-Dingens. So. Das heißt, die Nurses machen wir jetzt noch. Bis wir auch hier dieses Ding bekommen. Dann haben wir erstmal alles automatisch eingeleitet. Hoppala. Upsi. Military. 7 Comrades die Sekunde. Ey, oh, das brauchen wir. Das ist einer der Gründe, warum wir das jetzt auch machen. Das soll stark pushen. Weil die Comrades, davon hängt eigentlich jetzt viel ab im Augenblick. So, du brauchst was? Du brauchst Erz. Mehr Miner kaufen. Und mehr Erze skillen.
hat so ein bisschen was von, wie soll man es nennen? Bisschen Factorio-Style, weil du hast diese Tierdinger. Du musst dann halt bis zum Forschungsdinger hier, du brauchst die ja relativ dringend, musst du relativ viel für machen. So, komm, jetzt haben wir jetzt eine ganze Menge. Soldaten kennen wir. Achso, Nurses wollten wir. Wir wollten Nurses, dafür brauchen wir Soldaten, ne? Aber wir brauchen irgendwie mehr Jockeys, hätte ich fast gesagt. Plus einen Nurse die Sekunde. Glaub, so ist das nicht direkt gemeint, ne? So, jetzt kaufen wir nur noch Leute ein im Prinzip. Jetzt kümmern wir uns kaum noch darum, wirklich was zu machen. Wir claimen einfach mal alles. 25 Comrades. Das heißt, wir brauchen 100 Nurses. Okay. 25 Comrades ist eine ganze Menge, Mann. Soldaten brauchen. Erz haben wir. Waffen haben wir voll wenig. Waffen haben wir voll wenig. Wir brauchen also jetzt ungefähr so viele Soldaten. Nurses. Haben wir nicht genug Mining-Typen? Und die konsumieren beides. Das ist ja eklig. Comrades, mehr Munition. Ammunition. Ammunition is the mission. So. Miner. 12 Nurses, das reicht immer noch nicht. Oh. Brauchst du brauchst 3000, uiuiui. So, wir brauchen wieder. Soldaten haben wir noch. Wir brauchen. Mining-Typen haben wir noch. Da haben wir nichts mehr. Farmer brauchen wir noch. Zwei Nurses noch. Oh, komm schon. Bam. Endlich. So. Comrades jetzt die Sekunde. Dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes kriegen können. Nicht Experimente möglichst. Unlocks. Wir haben jetzt hier. Ja, wie gesagt, hier fehlen die Tooltips, ne? Ich würde gerne wissen, was genau man hier machen muss. Weiß ich leider nicht. Ist ein bisschen schwer jetzt. Vielleicht brauche ich ein drittes hiervon. Das können wir eigentlich gleich mal kaufen. Eine weitere Kommune. Das war es nicht. Können jetzt erstmal eine ganze Weile Kommunen ausbilden, weil wir brauchen nichts außer Comrades. Der Rest kommt uns ja im Grunde einfach gelegen. Weil wenn sich die Kommune von selbst finanzieren kann, dann wäre das schon eine ziemlich coole Sache. So, ein paar Kartoffeln cheaten. Eigentlich ist das für den Arsch mit den Kartoffeln gerade. Wir haben ja so viel, ich mache jetzt hier das Level noch voll. Ich kaufe einfach noch ein paar Nurses dazu. Uns ist gerade so. Oh. Upgrade von denen, dann kaufen wir das auch gleich. Das läuft alles von selber, das ist ziemlich cool. Es gibt hier auch keinen Options-Button oder so, ne? Sieht fast nicht so aus. So, jetzt kriege ich schon fünf Mann alle 5 Sekunden. Das heißt, jede Sekunde bekomme ich im Grunde einen, wenn man so will. Was haben wir hier noch? Das sind jetzt alles die gleichen Dinger. Ich frage mich, wie gesagt, wie das mit diesen 10.000 hier geht. Was genau das ist. Sind das vielleicht zufällig wirklich die Kommunen? Oder 10.000 Typen kaufen? Gute Frage, ja. Also für Kommunen wäre das relativ schnell. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Andere Kommune kaufen.
Oh, das Spiel wird richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn man das wirklich die ganze Zeit so machen kann, diese Kommunen kaufen und hier und da, das ist schon ganz schön. Das kann ich hier machen. Brauche ich 1000 Zelte. Achso, dann versorgt das eine das andere, okay. Verstehe. So mehr oder weniger. So. Oh, 1000 Zelte, das ist eine ganze Zeit, du. Das ist. Ich meine, irgendwann kannst du es halt einfach instant kaufen, ne? Aber wie gesagt, du brauchst du bloß 1000 von diesen Typen jedes Mal. Und dann geht das ja damit auch schon relativ einfach. Erstmal mit einem von diesen Dingern arbeiten hier. Keine Ahnung warum, aber ich mache noch Kartoffeln. Kartoffeln sind cool. Wenn man Kartoffeln irgendwie umtauschen könnte. 10 Zelte, ich brauche 1000 Zelte dafür. Und hier war das, ich muss 4 Hypes haben und alles andere geht verloren. Das Gute ist natürlich, wenn das so ist, ich habe immer noch meine Farmer, die ich, also die ganzen Kartoffeln und das alles, und die Comrades, die ich ja dann bis dahin relativ schnell farmen kann wieder. Dann farmt das eine das andere wieder hoch. Es dauert natürlich ein bisschen, ist klar. Aber guck mal hier, geht das schon relativ schnell jetzt. Ich krieg jetzt auch 11 Farmer einfach so zwischendurch. Mittlerweile kümmere ich mich ja nicht mehr, wie gesagt, um die Ernte, sondern kaufe nur noch Farmer. Oder so eine Sachen. Plötzlich wird hier nichts mehr angezeigt. Das ist seltsam. Wow. Wie viel gibt's denn hier? Oh mein Gott. Ist nicht euer Ernst. Meine Fresse. Ah, ich glaube, ich muss 10.000 Farmer haben, 100.000 Farmer haben. Mal einfach mal sammeln jetzt und mir wieder Comrades dazu holen. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich auch mal mit den anderen machen. Zwischenzeitlich, weil ich glaube, die anderen haben das gleiche. Genau, 6 Comrades. Also von jedem jetzt 10.000 sammeln, ist das nächste Ziel. Dann können wir noch ein Stück schneller arbeiten. Ah, verstehe. Kann ich ja hier mal so nebenbei mal ein bisschen von dem Zeug hier sammeln, von dem Ganzen. Das wollen wir alles brauchen nachher. Weil 10.000 sammeln ist eine ganze Menge. Von den ganzen Typen. Wenn die letzteren etwas länger brauchen. So, wieder 1000 Farmer. Bums. Dann können wir uns gleich 10 Kommunen kaufen auf ein Stück. Was uns ja wieder Farmer beschert. Verstehe. Okay, dann haben wir das. Das heißt, wir haben dann. Naja, das sind halt die, ich denke mal, die Pharma-Mengen. Ich glaube, das sagt auch der Hut aus. Haben wir dann Zelte, so viel wie bla 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 Zelte. Und das wird überall das gleiche dann sein, denke ich mal. Okay, das ist verstanden. Das dauert ja alles noch ein bisschen. 1000 Kommunen organisieren. Und so weiter und so weiter. 1000 Nurses und so weiter. Das ist echt cool. Das ist leider viel zu cool. Jetzt werde ich das wohl auch noch mitspielen müssen. Tja, wenn wir nicht davon abhängig wären, dann könnte ich jetzt einfach Kartoffeln oder sowas machen, aber das bringt ja nichts. Andererseits kann ich jetzt das versuchen hoch zu pushen und das Achievement zu holen. So lange, bis wir halt die 10.000 Farmer haben und dann, ja. Weil, wie wir gesehen haben, gibt es hier für 10, für irgendwas 20 Potatoes. Mein Achievement. Und da gibt es wieder, denke ich mal, Scientists-Dingers da. Die wollen wir ja auch haben, ne? Ist ja ganz klar. Boah, das dauert! Ich meine, die Typen produzieren die Kartoffeln ja auch mit, ne? Aber trotzdem. Und noch nur noch 2000, dann haben wir es. Dann kriegen wir wieder ein paar neue Comrades.
geht das ein Stück schneller. Dann machen wir das gleiche noch mit den Landtypen. Mit denen hier wird es schon schwieriger, mit den Minern. Da müssen wir dann erstmal schauen. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Zack. Ja. So. Zwei weitere Comrades. Bam. Ist jetzt nicht der große Umschwung, aber hier bam, 10 Kommunen. Das heißt, wir kriegen jetzt alle 5 Sekunden 22 neue Typen. Als wir uns kaum noch um die Farmer kümmern müssen eigentlich. Zumindest wenig. Boom, weitere Worker. Kümmern wir jetzt um Worker, ist doch auch eine coole Sache. Brauchen dafür einiges an Erz. Das heißt, wir müssen immer noch ein bisschen Erz spawnen. Oh, Mann! Das macht übelst Spaß. Upgrade. Und jetzt kriegen wir wieder mehr. Erst ist erstmal wieder kein Problem. Wir haben jetzt das große Upgrade gekriegt. Mehr Worker kaufen. Da waren das jetzt wie viele? Lass mich kurz schauen. 6 Comrades. Sehr schön, 6 Comrades. Und das nächste sind dann wie viele? Nochmal das Dreifache. 10 Comrades. 10.000 Miner. Uiuiui. Aber erstmal hier. Dann kaufe ich hier halt ein paar Blasting Sites und dann kommen wir voran. Dann kann ich in der Zeit noch ein paar Weapons. Warte mal, was muss ich jetzt noch spawnen? Ich muss noch ein bisschen Erz. Ich mache noch so lange Erz, bis wir das letzte Teil finden für heute. Dann mache ich noch Waffen und Medizin so lange, bis wir die letzten Teile finden. Oder vor allen Dingen alle drei kriegen von jedem. Dann geht hier die Post ab, ich sag's euch. Schön, dass man immer noch die Workons so kaufen kann, wenn man in anderen Tabs ist. Ich will doch nur die Schätze finden. Das wird hier eh nicht sein, wa? Du brauchst 3 Deep Bore Mines, ja. Minus die Base Unlocks. Ha, die Base Unlocks. Bin mir da nicht gerade ganz so sicher, was genau die Base Unlocks sind, aber bestimmt so einige sein. Mehr Worker. Kann jetzt massenhaft Miner kaufen. Theoretisch kann ich. Wie viele Worker brauche ich denn? Gar keine. Ich brauche nur massenhaft Comrades. Naja, es ist gar nicht so abwegig, dass wir bei dem auch 10.000 schaffen. Na, endlich. Gut, das gleiche jetzt noch stundenlang mit Waffen. Oh Mann, mehr Worker. Hier, 3 Sterne, General, Alter. Aber die Werte, die du da hast, sind ziemlich heftig. Wenn du mal guckst, du brauchst 10 Minuten, um 4 von diesen Sternen, von diesen Platoon-Dingern zu machen. Also, ne, ihr wisst schon. So. 3 hier drinne und weiter geht's. Wir sind bei 16, das heißt, wir können nochmal vielleicht mit ein bisschen Glück so um die 12 kriegen. Wenn wir wahrscheinlich nicht ganz Dingens voll kriegen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir 15, wenn wir 3 hier drin wären, versteht sich. Bam, da haben wir die Worker fertig. Claim, das nächste sind 100.000, das dauert ja noch ein bisschen länger. Würde ich sagen, wir kaufen jetzt hier mal ein paar Blast-Sites, dass das auch von selber ein bisschen sich hochpusht. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte weiter Waffen produzieren. Das klingt natürlich geil, ne? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Tony Stark, so ein bisschen, ne? Ah, Upgrade. Bleibe ich jetzt drauf tatsächlich?
Oh, ich wusste das nicht. Cool. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das geht. Das ist ja sneaky, würde ich sagen. Ich sehe gerade, ich kann tonnenweise Soldiers herstellen. Also wenn ich da jetzt auf 10.000 komme dadurch, ne? Dann nehme ich die 10.000 Soldiers mit. Da hört's auf. Warte mal, Soldiers brauchen... Ah, Soldiers brauchen... Ach, wir sind von Comrade. Wir brauchen Ärzte und Medizin. Ah. Richtig, ja, das lernen wir alles noch. Drei Kommunen dazu kaufen, wieder drei mehr, alle 5 Sekunden. Naja, vierer. Gut, dann würde ich sagen, das reicht erstmal, ne? Folgende Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, abonniert mich, damit ihr nichts verpasst. Klickt diese kleine Glocke oben, damit ihr immer informiert werdet, wenn ihr wollt. Ihr könnt Kommentare da lassen, was gut war, was scheiße war. Einfach ehrlich sein, sollte aber wirklich sinnvolle Kritik sein, sonst ist es ja eigentlich für den Arsch, ne? Ist ja klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute.